Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will jetzt noch einmal rüber zu Lades gehen und ihn wegen Bennett hier aufklären. Habe ich eigentlich das Tagebuch noch? Warum habe ich das Tagebuch noch? Oder hier, diese Nachricht, was ist denn das eigentlich? Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen, falls jemand den Pass ankommt. Ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm in Kontakt kommt. In diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann getötet hat. Bringt seinen Kopf zur alten Mine, dem beim Großbauer. D. Dexter. Brauchen wir ja nicht mehr. Hey, du. Brian. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, ich wollte ein paar Sachen so verkaufen. Warte, was ist das? Goldene Schale. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Da sind die fehlenden Ornamente. Garons Minenkarte. Landkarte Corines. Den brauche ich ja nicht mehr. Passierschein brauche ich auch nicht mehr. Sonst habe ich hier nichts, was ich verkaufen könnte. Ne? Ne, das brauchen wir aber noch. Wenn wir die Sachen dann mal losbauen. Jetzt auf zu Lades! Ich freue mich. Erzähl mir nicht sowas. Ich erzähl mir nicht sowas. Wer wird sich freuen, dass ich Benne befreit habe? Wenn ich es nicht mit allen hey, du. Gesehen hätte. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Jo, mach ich. Okay, nice. So, wie viel brauchen wir aber noch für die nächste Stufe? Noch ein bisschen viel. Das ist ja schrecklich. Ja. Und wir sind immer noch nicht stark genug, um weiter in den Wald vorzudringen. Was ich hoffen kann, ist, dass wir vielleicht noch irgendwie Lurker oder sowas wiederfinden oder Feldräuber. Aber so groß war der Zorn Belians. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Das ist irgendwie das Schwierige hier, dass man so wenig bekommt. Oder ich zumindest mich dumm anstelle und mich vielleicht schon jetzt verskillt habe. Das ist mal wieder typisch. Das ist ja interessant. Er arbeitet auch schlimmer. So, Mika. Warte mal, kann ich ihn mal mitnehmen? Komm, die 10 Goldstücke. Ich hab's mir überlegt. Ich zahle dir die 10 Goldmünzen. Wunderbar. Lieber spät als nie. Und nun? Ja, ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Ich werde von Monstern angegriffen, ich werde von Banditen verfolgt. Ah, komm, machen wir das. Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Das bildest du dir sicher bloß ein. Schade, ich hatte gedacht gehabt, er würde mir folgen und so und dann helfen. Ist wohl nicht der Fall. Ist es aber wirklich so, dass man vielleicht hier, um voranzukommen, erstmal so an Leuten wie Lades und so weiter, hier die Hilfe benötigt, dass man mit denen zusammen irgendwo hingehen muss? Dann man zumindest irgendwie auch vorankommt? Dass man hier nicht in der Lage ist, alles allein zu machen. Dass man wirklich schon die Hilfe benötigt. Und dass es halt dauert, bis man irgendwie stark genug ist. Aber diese Suchenden, die will ich jetzt alle auch noch, früher oder später, sobald ich stark genug bin, alle ausschalten. Noch bin ich gezwungen, an denen vorbeizulaufen. Denen auszuweichen.
Aber ja, ich freue mich, sobald ich stark genug bin gegen alle. Das ist aber auch so ein Punkt hier, das ist so eine Sache. Naja, egal. Mit einem Vermissten muss ich das aber auch noch irgendwie hinkriegen. Da ist schon wieder einer. Hier, für ihn habe ich kein Gold momentan. Der will jetzt gleich wieder Gold verlangen wollen. Wenn ich da reingehe. Deswegen, und ich habe momentan nicht genug. Ich habe 46. Level 50 haben für das Zimmer. Oder wäre es schlauer gewesen, hätte ich hier von Anfang an auf Magie gegangen? Um die Gegner hier zu besiegen. Weil für Magie muss man ja nicht wirklich groß. Sag mir nicht, du hast das nicht Waffen kaufen und so weiter. Und man muss ja nicht direkt vor denen sein. Man kann das ja auch von der Entfernung machen. Ich glaube, wenn ich hier einen zweiten Durchgang mache, werde ich, glaube ich, Feuermagier. Ja gut, dass die jetzt erstmal alle ein bisschen Abstand von mir haben. So. Gegen Schattenläufer bin ich auch noch nicht stark genug, um für Buster die Quest zu machen. Ich muss stärker werden hier, definitiv. Ich muss mehr in Stärke investieren und mehr in Zweihand. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, das heißt, ich muss jetzt damit klarkommen. Wann muss das ja so kommen? Ich kann das nicht glauben. Du hast das nicht gewusst. Genau, Bennett. Er hat auch die falschen Leute. Das hat er doch vorher gewusst. Hey, Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Wir haben ihn natürlich doch noch. Was für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls haben ein paar von den Jungs beschlossen, auch ins Tal zu gehen. Die wollen da mal so richtig aufrollen. Was hat das mit mir zu tun? Ich habe eine neue Rüstung entwickelt. Eine Drachenjägerrüstung. Was? Sie ist stabiler und leichter als herkömmliche Rüstungen. Da du mich gerettet hast, sollst du das erste Exemplar haben. Ich schenke sie dir. Ich habe mir gedacht, du willst dir den Spaß nicht entgehen lassen. Du solltest angemessen gerüstet sein, wenn du ins Tal gehst. Des Weiteren bin ich an Drachenschuppen interessiert. Echte Drachenschuppen. Ich werde dir einen guten Preis dafür machen. Wie viel bekomme ich pro Schuppe? 200 Goldstücke. Okay. Meine Meinung will ja keiner hören. Hab ich jetzt die eine Rüstung dafür umsonst? Die ist noch mal besser. Und Schutz vor Feuer. Und Schutz vor Magie vom Mutter. Und die sieht... Alter, was? Ich wundere mich über gar nichts. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wenn ich jetzt so... Das hast du nicht gewusst. Das war doch schon... Die sieht nice aus. Man darf halt nicht alles. Habe ich jetzt 2500 Gold umsonst ausgegeben? Ich verkaufe ihm jetzt meine alte Rüstung. Meine Meinung. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Hier, ich habe jetzt für umsonst mein Gold ausgegeben. Hier, wenigstens habe ich ein bisschen wieder was. Ich wäre mir da nicht sicher. 2500 Gold umsonst ausgegeben. Ja, gut. Das war doch schon vorher klar. Der musste es ja besser wissen. Alter, aber geile Rüstung haben wir jetzt. Ich habe so einiges gehört. Und die leicht Drachenjägerrüstung ist schon stärker als die schwere Söldnerrüstung. Und glaub ja nicht, dass das hatte das nicht. Und für. Ich speichere das mal. Genau, 4 wollten wir so beibehalten. Ich speichere das mal hier auf die 7.
Ich will mal gucken, ob wir gegen stärkere Gegner damit länger durchhalten. Am Schluss verwachten schon 100 hier. Und die Schwere war bei 80. Ich brauche nur noch eine bessere Waffe. Die hier gibt wenigstens 75 Schaden, aber ich will mehr Schaden machen. Achso, sind die Schafe? So, wo haben wir hier Gegner? Ich will jetzt noch nicht gegen Vax kämpfen. Sondern gucken, wie es mit den anderen Gegnern hier aussieht. Hier haben wir jedenfalls ein paar Blutfliegen und ein paar Wölfe, wie ich sehe. Nicht alle gleich. Achso. Nice. Wer kommt als nächstes? So. Okay, nice. Nehmen wir mit. Nochmal auf die 7 speichern. Weil bis jetzt überlebt. Ja, komm. Da vorne sehe ich ein Feuer. Ich kümmere mich erstmal um die Wölfe. Okay, ich halte schon mehr aus. So. Alter, diese Fliegen. So, einmal alles looten. Hier war doch noch eine Blutfliege irgendwo. Oh, der schon wieder. Hier. Nochmal auf die 7. Und was? Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Wie hat die alle ausgeschaltet? Oh ne, der suchen wir jetzt wieder auch noch. Oh ne. Ja, renn so schnell wie du kannst! Oh Gott. Und Untote. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Das war keine gute Idee, hier hinzugehen. Da sind viel zu viele hinter mir her gerade. Und zwei Schattenläufer. Oh, noch die war. Ah, oh, ich bin am Arsch. Ja, und ein Drachensnipper. Natürlich. Nein! Okay. Wir hatten auf der 7 gespeichert. Dann machen wir den Fehler, nicht da nochmal hinzugehen. Da sind zwar die alle tot. Das war aber jetzt ein ordentliches Gemetzel. Aber der eine Suchende, der hat mich jetzt.
haben die da... Die haben eine ekelhafte Stimme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stark genug gegen die Suchenden bin. Zumindest ein bisschen besser gerüstet. Aber stark definitiv nicht. Aber wir haben wenigstens die Banditenhöhle gefunden. Apropos, wir haben hier, Schlossknacken ja jetzt mittlerweile gelernt. Und da hinten war ja noch zwei Truhen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Und das war ja Buster, ja? Genau. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Ich glaube, die reden über mich. Ich muss zusehen, dass ich stärker werde und besser mit zwei Handwaffen umgehen kann. Und Armbrüsten. Aber Drachenjägerrüstung? Ach nee, wieso ist da wieder ein Suchender? Ich speichere ihn mal, um zu gucken, ob ich da gegen den schon ankomme mit dieser Rüstung oder länger durchhalte. Da ist er. Hey. Lange halte ich nicht durch. Ja. Was mache ich da? Was mache ich da? Achso, mir fällt auch gerade ein, ich kann eigentlich wieder auf die Speicherplätze 1, 2 und 3 speichern, da wir ja 4, 5, 6 und 7 eigentlich gemacht hatten, weil ich gedacht hatte, weil da die Leute gestorben sind im Wiental, dass wir da vielleicht festhängen. Können wieder auch ganz normal auf 1, 2 und 3 speichern. Ich bin ganz normal. So, aber jetzt möchte ich irgendwie Joe Harkon, ein Händler in Codins, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich jemanden in einem der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkehren. Die Vermissten. Ich weiß momentan nicht, was ich machen soll. Will warf das erst, dass ich dem Ring des Wassers beitrete. Ich muss zusehen, dass ich jetzt wieder was in Richtung Stärke gehe. Also wenn wir jetzt, wie sieht das mit Stärke eigentlich aus? 85, also wir brauchen noch 8 Punkte in Stärke, damit wir die nächstbessere Waffe haben können. Ich habe keine Ahnung, wie wir das dann hinkriegen sollen. Das mit den Verschwundenen, das dauert mir auch ein bisschen zu lange. Die Suchenden sind zu stark. Was ich hoffen kann, ist, dass hier irgendwo vielleicht noch andere Gegnertypen wieder gerespawnt sind. Die ein bisschen leichter sind. Gegen die ich auch ankomme. So, Lurker zum Beispiel, Scavenger, da hätte ich nichts dagegen. Aber die Rüstung ist schon mal super. Die gefällt mir schön dunkel. Ist jetzt hier drin.
Zu der anderen Truhe kommen wir ja momentan nicht hin. Hier, Aki. Hey, gibt's von ihm was Neues? Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Bald kann ich uns nicht mehr ernähren. Okay. So. Ich glaube, mit denen brauche ich jetzt nicht zu quatschen. An dem muss ich irgendwie vorbei. Kann ich hier so entlang? Ohne einen über den Weg zu gehen? Das war ja der Weg, der uns ja zum Leuchtturm führen würde. Da sind Banditen. Die haben uns noch nicht gesehen. Komm, ich speichere wieder auf der 1. Hey, was glotzt du denn so dämlich? Hey, du Landstreicher, du bist da nicht etwa wegen dem Schaf gekommen, oder? Ihr habt das Schaf beim Bauern Akil gestohlen. Ja und? Was willst du jetzt tun? Rück das Schaf raus oder ich hau dir aufs Maul? Gar nichts. Was interessiert mich, dass dem nicht Schaf... Ne, komm. Dann pass mal gut auf, Kleiner. Jetzt fängt der Affentanz an. Wir haben vorher gespeichert. Alter, was? Ich muss einmal die Flucht ergreifen. Noch ein bisschen stärker. Ich krieg dich noch! Ja, steck erstmal die Waffe weg. Dann kann ich mich wieder heilen. Okay. So, dann gehe ich mich jetzt einmal heilen. Warte, wie viel macht das? 100. So, die sind wieder voll. Einen will ich jetzt anlocken. Oder zwei? Die zwei gehen. Alter, was? Okay, das war keine gute Idee. Bleib stehen, du Lump! Ich hoffe, die Bauern können mir helfen. Nee, nicht der. Bleib stehen, du Lump! Ja, komm. Kommt. Die helfen mir bestimmt, ne? Bleib stehen, du Lump! Hör auf, so zu gucken. Hör auf! Hör auf anzuvisieren! Das hast du verdient, Mistkerl. So, schwerer Ast? Ey! Du arme Wurst. Hast du nicht mal Gold dabei? Die Waffe nehme ich mal besser an mich. So. Apfel? Ah, plus ein Stärke, nice. So, jetzt muss ich eben wieder Gesundheit aufladen. Geschicklichkeitsbonus. Nice. So, komm, wir essen mal die Pilze lieber. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine tolle Idee war, wie ich das gemacht habe. Das sind jetzt wieder Punkte, die ich verloren habe.
So. So, das gibt einen Mana-Bonus. Komm, das wird wohl reichen. Gehstock. Warum hat er einen Gehstock und warum konnte der mit einem Gehstock kaputt hauen? Ja! Da ist nichts zu holen. Okay, von denen gibt es allgemein nichts zu holen. Noch. Aber nice, die sind wieder da. Hier auch wieder hoch. Tatsächlich, ja. Nice. So, und den Banditen muss ich noch irgendwie schnappen. Den einen, der noch da ist. Zumindest für ihn noch die Punkte. Autsch. Trifft er mich sogar noch? Autsch. Okay, ich muss einmal kurz die Flucht ergreifen. Noch. Ne, besser nicht. Du musst jetzt weg sein, weit genug. So, trinken wir nochmal die Dinger. Wir brauchen wieder Heiltränke. Nein! Ach nö! Ja, halt die Fresse! Ach nö! Ich hab keinen Bock mehr. Hier ist der auch noch da. Nein, nicht zu nah an ihm. Ach, hör auf. Ich kann die Scheiße nicht mehr überspringen. Du bist uns. Ja, halt die Fresse. Oh, kein Bock mehr. Ich komme nicht mal gegen die Suchenden an. Wie besiegt man die? Das ist jetzt eine Sache mit den Suchenden, die ich definitiv mal googeln werde. Weil die gehen mir auf den Sack. Die gehen mir richtig auf den Sack. Wie man die besiegt, das will ich definitiv wissen. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier in der Stadt. Und Corinne ist wieder da. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.